Herzlich willkommen, liebe Daniela, zu diesem Interview zu deiner ganz wunderbaren Statistikakademie. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr gerne. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich schändlicherweise noch nicht kennen? Sehr gern. Also mein Name ist Daniela Keller. Ich lebe in der Nähe von Würzburg, habe zwei Kinder, bin 40 Jahre alt und arbeite als Statistikberaterin und habe eben auch die Statistikakademie. Das heißt, ich unterstütze Leute, die vor allem für die Abschlussarbeit, für die Promotion in wissenschaftlichen Projekten Statistik brauchen und da eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Unterstützung benötigen. Ah, okay. Und wie sieht es genau aus? Also was bekommt man sozusagen in deiner Statistikakademie? Ja, also das ist ein Online-Mitgliederbereich. Das heißt, wenn man den Zugang gebucht hat, dann kann man sich da einfach einloggen, einfach eine Internetseite. Und auf der Seite gibt es ganz viel Material von mir. Das Material ist meistens Video, das heißt ganz viele Videos, wo ich zum Beispiel Online-Seminare aufgenommen habe oder Software-Tutorials aufgenommen habe. Und da lernt man eben ganz viel über verschiedene Statistikthemen. Und zwar immer angewandt. Eben die Idee ist, dass die Leute, die die Statistikakademie nutzen, schon vor eigenen Daten sitzen, zum Beispiel für die Abschlussarbeit, und eben diese eigenen Daten für eine eigene Forschungsfrage auswerten müssen. Und das sind zum Beispiel richtige Methodenthemen, also zum Beispiel, wie funktioniert die logistische Regression? Das sage ich dann, wann braucht man die? Was sind die Voraussetzungen? Wie sehen die Ergebnisse aus? Alles möglichst ohne Formeln, also nicht so, wie es im Statistikbuch steht, sondern wirklich für die Anwendung gemacht. Und dann aber auch Themen wie, so allgemeinere Themen wie zum Beispiel, wie gehe ich mit Ausreißern um? Was mache ich mit fehlenden Werten? Oder wie formatiere ich eine Tabelle richtig für meine Arbeit? Auch sowas ist dann da drin. Genau, und neben diesem ganzen Material kann man auch das Forum nutzen, um mir Fragen zu stellen. Und wir haben noch mit der Gruppe dreimal im Monat ein Online-Treffen, wo man auch noch teilnehmen kann. Wow, also man kann sozusagen vollkommen komplett in die Statistik, also in die fortgeschrittene Statistik und die Auswertungen einsteigen. Genau, Ja. ja. Und wie ist es, wenn man jetzt tatsächlich noch keine Daten hätte und aber weiß, also sich in 2, 3 Monaten oder wann auch immer, muss man oder darf man eine Arbeit schreiben? Wäre das dann auch schon sinnvoll, einfach um schon mal reinzukommen in die statistischen Methoden, also das quasi wie einen Online-Kurs zu nutzen? Genau, das kann man schon auch nutzen. Also es gibt auch so Einsteigerthemen, die auch wie ein Kurs aufgebaut sind. Das eine ist ein Kick-off-Workshop, das andere ist ein Methoden-Workshop, wo man auch einfach mal in die Grundlagen reinkommt und eben sich schon mal in die Idee reindenkt. Im Idealfall wüsste man dann schon, was die Fragestellung wäre und vielleicht auch schon, wie die Daten aussehen könnten. Wenn nicht, muss man sich quasi halt ein Beispiel ausdenken oder ein Beispiel nutzen. Also es gibt auch viele Beispieldaten. Beispiel Datensätze in der Statistikakademie, die man auch nutzen könnte. Aber wenn man jetzt schon eine Idee von der eigenen Fragestellung hat, dann wäre das perfekt, weil dann würde man gleich in die richtige Richtung sozusagen gehen. Ansonsten nimmt man ein Beispiel und denkt das dann durch. Also wie würde ich das dann machen? Wie würde ich meine Daten aufbauen? Welche Methoden würden dann passen? Das geht genauso. Und dann sind es auch so, also es macht immer Sinn, sich schon bevor man loslegt, mit der Statistik zu befassen, einfach weil man dann Anfängerfehler vermeidet und man bekommt einfach dann, wenn man sich mit diesen Themen schon auseinandersetzt, wenn es auch erstmal nur vielleicht an Beispielen ist, ist man einfach besser vorbereitet und macht keine Fehler, wie zum Beispiel, dass man die Daten falsch aufbaut, dass man was vergisst zu erheben, dass man die zum Beispiel in einer Umfrage die Fragen richtig formuliert und so weiter. Also das kann sich schon lohnen, auch vorher. Oder auch so ein Thema wie Fallzeitplanung. Ist auch in der Statistikakademie enthalten. Also wenn man damit loslegt, dann findet man da auch schon Dinge, die man nutzen kann und direkt fürs eigene Projekt umsetzen kann. Wow, das klingt super, super hilfreich und sehr umfassend. Für wen ist das denn alles geeignet? Es ist für alle Leute geeignet, die an eigenen Daten sitzen und eben die statistisch auswerten müssen. Eben egal, ob es für die Bachelor, für die Masterarbeit, für die Promotion ist, für ein Forschungsprojekt, kann auch eine Hausarbeit sein. Und zwar immer eben, wenn man quantitativ arbeitet. Also qualitativ arbeiten ja auch manche, da bin ich nicht die Expertin dafür. Es gibt in der Statistikakademie auch ein Thema zu Mixed Methods, also wo mir ein Kollege mal was, einen Beitrag gemacht hat, wo er das ein bisschen aufzeigt, wie man das kombinieren kann, qualitativ und quantitativ. Aber die eigentlichen Inhalte und wo ich auch unterstützen kann, ist auf jeden Fall quantitativ. Und dann hängt es auch ein bisschen von der Software ab. Also ich habe an Software Unterstützung für SPSS, für die Software R und für DataTab. Das heißt, wenn man damit arbeitet, kann ich auch wirklich mit der Software helfen. Ansonsten, wenn jemand mit einer anderen Software arbeitet, dann kann ich halt nur methodisch helfen. Also welche Methode würde wie passen? Das nutzt dann auch was, aber die Software-Tutorials helfen dann halt nicht. Und so von der Disziplin her ist es völlig egal. Also wir haben wirklich alle möglichen Leute, egal welches Fach,
Jeder, der irgendwie mit Daten arbeitet, egal ob das die Zähne sind oder Personen oder Großstädte, kann da reinkommen. Okay, wunderbar. Und ich glaube, ich habe letztens gehört, dass du jetzt auch ein neues Feature hast, nämlich die sogenannte Paper-Besprechung. Kannst du dazu was erzählen? Ja, genau. Da haben wir vor ein paar Monaten angefangen, ab und zu mal in so einem Online-Seminar, das findet einmal im Monat statt, aber ab und zu bei diesen Online-Seminaren eben ein Paper zu besprechen. Das heißt nicht, dass ich ein neues Thema mitbringe, das ist normalerweise so, dass ich ein Thema vorstelle wie in einer Vorlesung oder so, sondern dass ich ein Paper mitbringe oder jemand anders hat ein Paper vorgeschlagen. Dieses Paper schaue ich mir vorher an und schaue eben, was haben die gemacht, wie haben die das gemacht, vor allem natürlich mit Fokus auf die Statistik und überlege mir dann, was finde ich da gut, was finde ich da schlecht, was würde ich anders machen und dann besprechen wir das. Also das heißt, ich zeige einfach das Paper mit meinen Anmerkungen sozusagen und erzähle, wie ich das sehe, was ich gut finde, was ich schlecht finde, was ich vielleicht unverständlich finde, was ich anders machen würde und dann diskutieren wir darüber, schauen uns das an. Und das ist total hilfreich, weil einerseits sieht man eben mal, wie wird es woanders gemacht, dann kommt man auch ganz gut auf Ideen, wie könnte ich es machen, auch auf Ideen für die Diskussion, ne, was kritisieren andere in eigenen Arbeiten, was könnte ich da bei mir vielleicht kritisieren. Man sieht mal ein Beispiel in der Praxis, also wie wird es tatsächlich zum Beispiel aufgeschrieben, wie ausführlich, und das sind ja immer Paper, die dann durchgekommen sind durch den Review-Prozess, also die schon jemand für gut empfunden hat, also deswegen ist es ganz spannend und ich versuche auch Themen rauszusuchen, die auch jeder inhaltlich irgendwie verstehen kann, also jetzt, wo jeder sich reindenken kann, egal in welchem Fach er arbeitet. Das ist ja eine Mitgliedschaft, die Statistikakademie. Ja. Für wie lang muss man sich denn da verpflichten, in Anführungszeichen? Ja, du könntest nur einen Monat bleiben. Also es ist ein Abo, okay. Aber du hast die Möglichkeit, den monatlichen Zugang zu buchen und dann könntest du auch nach einem Monat schon wieder gehen. Und ansonsten bleibst du halt so lange, wie du willst und dann würdest du es bei dem monatlichen Abo halt immer weiter wieder reaktivieren, jeweils nach einem Monat. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, ein dreimonatiges oder sechsmonatiges Abo zu machen. Wenn man eh weiß, dass man länger da ist, dann spart man insgesamt ein bisschen Geld. Okay, sehr gut. Verschiedene Optionen also. Ja, genau. Wunderbar. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt diese Statistikakademie ins Leben zu rufen? Ich arbeite ja schon ganz lang als Statistikberaterin und habe dann ganz viel mit Einzelberatungen gearbeitet und nach einer Weile irgendwann angefangen mit Online-Kursen. Und dann habe ich aber gemerkt, so ein einzelner Online-Kurs ist es irgendwie auch nicht, weil einfach jeder doch ein bisschen was anderes braucht, jeder doch ein bisschen andere Fragen hat. Aber nur mit Einzelberatungen brauche ich da auch nicht arbeiten, weil es gibt ja ganz viele Themen, die auch wirklich alle interessieren. Und deswegen hatte ich mir vorgestellt, eine Seite, wo eben alles von mir da ist und sich jeder einfach daran bedienen kann, was er gerade braucht. Und ich dann zusätzlich eben unterstütze mit dem Beantworten von individuellen Fragen. Und ich dachte, das wäre die beste Möglichkeit für mich und auch für die Kundinnen und Kunden. Und das hat sich jetzt auch so gezeigt, dass das gut funktioniert. Und was macht dir daran am meisten Spaß? Also mir macht sehr viel Spaß, einfach die Leute zu unterstützen. Also dass ich, wenn ich sehe, dass die wirklich vorankommen und ihre Projekte einfach zu einem guten Ende bringen, weil oft sind es ja wirklich interessante Fragestellungen und die haben sich viel Mühe gegeben, die Daten zu sammeln. Und dann ist einfach so schön, wenn dann auch wirklich was rauskommt mit der Statistik. Und das Schöne ist auch, wenn die Leute einfach wissen, sie haben es selber geschafft. Ja, die sind einfach dann stolz drauf, das selber zu schaffen. Freuen sich dann einfach über ihre eigene Arbeit. Und ansonsten mag ich es auch total gern einfach dieses Online-Arbeiten und auch zeitversetzt arbeiten. Also ich kann halt das Forum zum Beispiel einfach dann betreuen, wenn es mir in meinen Tagesablauf reinpasst. Das heißt, die Leute müssen nicht darauf warten, wann ich einen Termin frei habe, sondern die schreiben ihre Fragen rein, dann, wenn sie sich haben, und ich beantworte die Fragen dann, wenn ich Zeit dafür habe. Und dann ist es einfach auch kommt man sehr schnell vorwärts und sehr schnell zueinander. Sehr gut. Was ist denn eigentlich deine Mission mit deiner Arbeit? Ich möchte gern, dass möglichst viele Menschen an sich glauben und einfach dieses Tool Statistik einfach nutzen können für ihre Projekte. Also ich will gar nicht jeden bekehren, dass jeder Statistik mag oder jeder Statistik super gern macht, weil es Statistik ist, sondern Statistik ist einfach ein Tool, das uns ganz, ganz viel nützt, um wissenschaftlich zu arbeiten. Und das möchte ich einfach, dass es viel mehr Leuten einfach leichter fällt, es gut anzuwenden und auch richtig anzuwenden, damit dann am Ende auch wirklich gute Ergebnisse in den wissenschaftlichen Projekten rauskommen. Und was sind deine Superkräfte?
Ich glaube, ich kann mich gut in die Leute reindenken und verstehe, glaube ich, ganz gut und relativ schnell, wo das Problem ist, wenn jemand irgendwie mir eine Frage stellt oder sagt, er, sie kommt nicht weiter. Und dann kann ich es auch so formulieren, die Antwort, dass sie wirklich bei der Person ankommt. Also es ist einfach, glaube ich, also es ist halt ein komplexes Thema und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das auch auf unterschiedliche Art und Weise mal zu erklären und auf unterschiedliche Wegen da sich ranzunähern und ich glaube, das kann ich ganz gut. Ja, das kannst du, absolut. Also das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Absolut, ja. Also Daniela hat auch für mich oder für mein Statistik-Gym auch schon Inhalte erstellt. Ich durfte auch schon dabei sein bei Webinaren. Also es ist sehr zu empfehlen an alle, die jetzt gehört haben, was Daniela bietet, kann ich nur sagen, schaut euch die Statistikakademie an, meldet euch an. Es lohnt sich absolut. Und das Tolle ist, man ist ja erstmal nur auch für überhaupt einen Monat verpflichtet, dabei zu bleiben, will aber bestimmt mit Suchtfaktor sozusagen länger dabei bleiben. Ja, Daniela, zum Abschluss. Was wären denn deine drei besten Tipps, um Statistik zu lernen oder generell für Menschen, die so Berührungsängste haben mit der Statistik? Ich glaube, der erste Tipp ist erstmal, dass man sich nicht verrückt machen soll und einfach daran glauben soll, dass man es schafft und auch, dass man es verstehen kann. Also ich habe ganz oft den Eindruck, dass manche Leute einfach abgespeichert haben, dass sie Mathe und damit dann auch Statistik einfach nicht checken. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube, es kann wirklich jeder verstehen. Manchen fällt es halt leichter, manchen fällt es weniger leicht und vielleicht hat auch keiner Lust oder nicht jeder Lust, sich in die Theorie von der Statistik reinzuarbeiten. Aber ich glaube, diese Statistik für die Anwendung, wenn man für das Projekt selber brennt, also für die Fragestellung, die man eigentlich untersucht hat, sein Projekt, dann ist es wirklich für alle machbar. Und natürlich gibt es schwierigere Methoden und einfachere Methoden und bei den schwierigeren braucht man dann vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Aber machbar ist es auf jeden Fall. Also das erstmal so für sich abspeichern, so ich schaffe das. Das ist der erste Tipp. Und dann der zweite Tipp ist, manchmal wird man von den Betreuern verunsichert. Also gerade wenn es dann eben um die Abschlussarbeit geht, viele Betreuer haben ganz wenig Zeit. Das heißt, man hat dann nur wenig Termine mit den Betreuern und dann nimmt man vielleicht jedes Wort, das die sagen, wörtlich und versteht es dann vielleicht auch falsch. Die drücken sich auch nicht immer wirklich so richtig aus. Sie sagen irgendwas und dann denken wir, oh Gott, jetzt hat er das gemeint. Also da wirklich ganz genau, also wenn man die Möglichkeit hat, in Kontakt zu treten, dann ganz genau nachfragen, was wirklich gemeint ist, damit man das wirklich klar machen kann. Vor allem am besten auch schon zu Beginn, damit man nicht in die falsche Richtung läuft, weil sonst hat man oft irgendwie Chaos oder muss am Ende nochmal alles umschmeißen und es fühlt sich auch die ganze Zeit unsicher. Also da unbedingt nachfragen, nachfragen, nachfragen. Genau. Und dann der dritte Tipp wäre, dass man sich auch einfach traut, Hilfe anzunehmen, auch außerhalb der Hochschule. Dass das auch nicht verboten ist oder illegal oder so. Also man kann sich ja YouTube-Videos anschauen, man kann Kurse belegen, man kann jemanden fragen, man kann in die Statistikakademie kommen, man kann zur Statistik-Gym bei dir kommen. Also das ist alles in Ordnung und da auch sich trauen, sich helfen zu lassen. Es ist, bleibt ja trotzdem die eigene Arbeit. Also du schaffst es ja selber. Du machst es auch selber, keiner macht es für dich. Aber Fragen stellen und sich unterstützen lassen, das sollte man sich schon erlauben. Ja, absolut. Also das lebe ich auch immer mal wieder, dass das für viele einfach auch so ein bisschen schambesetzt ist. Ja. Dass sie die denken, sie sind die Einzigen, die damit Probleme haben. Dabei, glaube ich, können wir beide aus unserer jahrelangen Erfahrung sagen, nein, ihr seid nicht die Einzigen. Definitiv nicht, ja. Aber das höre ich immer wieder. Also ich schäme mich einfach oder ich traue mich nicht, Fragen zu stellen. Und was denken die anderen? Die alle verstehen es alle bestimmt und ich nicht. Und ja, also dem ist sicher nicht so. Also Hilfe holen. Genau. Genau, und die kriegt man bei dir an verschiedenen Stellen. Wo kann man denn sich über dich informieren und wie findet man zur Statistikakademie? Ja, also es gibt die Seite Statistik und Beratung. Da habe ich auch einen Blog, das heißt, da kann man Blogartikel lesen, wo ich einfachere Statistikthemen erkläre. Dann gibt es dort auch Infos zur Statistikakademie, die findet man dort direkt, oder auch die Seite statistik-akademie.de, da kann man auch drauf gehen. Da stehen auch alle Infos zur Statistikakademie. Und ansonsten bin ich auch auf Facebook, auf Instagram, hier auf YouTube vertreten. Das heißt, da kann man überall auch sich mit mir vernetzen und da meine Inhalte anschauen. Sehr gut. Und diese ganzen Infos dazu, die findest du unten in der Beschreibung. Ganz herzlichen Dank, liebe Daniela, heute für dieses Interview. Und alle, die jetzt
unglaubliche Lust haben, sofort zur Statistikakademie zu starten. Denen wünsche ich ganz viel Spaß und Erfolg dort und lasst euch begleiten von Daniela. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist wirklich, würde ich sagen, so, ich würde fast sagen, Deutschlands führende, eine von Deutschlands führenden Experten, Expertinnen, oh mein Gott, in diesem Bereich, oder? Also zumindest sowas wie die Statistikakademie gibt es sonst nicht. Ja, eben. Das ist immer noch, ja, so ein Mittelbereich, ja, und in dieser Kombination, ja. Ja, ist ja so, genau, richtig. Und vor allem auch für diese Auswertung der Daten, also für das, was dann später kommt. Ja, also in der Bachelorarbeit, in der Masterarbeit oder der Doktorarbeit und so weiter, da denke ich, ist das schon was ganz Besonderes, was du anbietest. Gut, ja, dann danke ich dir ganz herzlich und bis bald. Wir sehen uns in der Statistikakademie. Ja. Dich, das, dir ist, Gott, nee, nicht nochmal. Jetzt aber. Okay, warte mal. Trinken dann jetzt wieder. Mein Wahnsinn. Gut. Ganz herzlichen Dank, liebe Daniela, dass du dich für dieses Interview hier bereit erklärt hast. Na, auch nicht. Moment. Jetzt. Ja, wir machen jetzt mal so Outtakes in dieses Video rein. Das ist super, die Stars sind jetzt drin. Das sind die Outtakes. Okay, wir probieren es nochmal. Die Verabschiedung. Liebe Daniela, herzlichen Dank, dass du hier für dieses... Ist eigentlich nicht so schwierig. Bleibt alles drin, das sage ich dir. So, egal, Daniela, danke, top. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und dass du den Zuhörenden von deiner wirklich sehr, sehr tollen, guten und unglaublich hilfreichen Statistikakademie erzählt hast. Ich nehme an, der einen oder anderen brennt sie bereits unter den Fingernägeln, dich dort anzumelden. Und ich wünsche dir einen ganz guten Tag und wir sehen uns in der Akademie. Danke, bis dann. Bis dann. Tschüss. Thank you.